Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich stehe hier vor der Nebelwand des ersten Bosses. Ich werde im Gegensatz zu Dark Souls 1 und 2, werde ich in Dark Souls 3 schon vom ersten oder besser gesagt vom zweiten Part aus anfangen, Laufwege rauszuschneiden und ihr werdet mich dann immer wieder im Bosskampf wiedersehen. Ja, und natürlich auch in zukünftigen Bosskämpfen und wenn ich von A nach B irgendwo hin muss. Ich glaube, damit ist vielen geholfen. Okay. Ludex. Oh, scheiß drauf. Erst das. So, jetzt. Das macht 70. Oh! Nein! Oh, er hat mich verarscht. Ich bräuchte Heilung. Also, er soll mich mal eine Zeit lang in Ruhe lassen. Der olle Knecht wartet nur drauf, bis ich saufe. Dass man auch nur drei Flakons hat. Ich glaube, zwei schwache Schläge sind besser als ein dicker. Was war das gerade für ein Sound? Als ob ich ein Affe wäre. Nein! Oh! Ich sollte es lassen, ich sollte es lassen, ich sollte es lassen! Komm her! Milchbubi! Okay, du Dicke. Oh. Nein! Scheiße. Er wartet doch nur. Schnell! Der merkt nämlich ganz genau, wann ich saufen will. Oh oh. Hau drauf! Ah, oh, das war blöd von mir. Letzter Flakon. Ah, mit dem Viech kann ich noch nicht umgehen. Ich brauche da erst noch eine Technik für. Okay, heil dich. Heil, Ausdauer. Weg, 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 weg. Was ist das überhaupt? Eine Schlange? Rundumhieb oder was das ist? Hau drauf! Ja! Ich muss gar nichts schneiden. Aber ich werde das zukünftig trotzdem machen. Gewundenes Schwert. Trophäe erhalten. Ludex Gundry. Gut wiederhergestellt. Umarmung der Flamme. So wie gesagt, ich bleib dabei. Zukünftig werde ich Laufwege rausschneiden. Der hat jetzt, glaube ich, 3000 Seelen gebraucht, oder? So, ich nehme an, jetzt kann ich durch die Tür durch. Oder hätte ich davor auch schon durchgekonnt? Doof, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber egal, ich habe ihn besiegt. Keine Ahnung, wie viele Parts ich überhaupt machen werde. Also jetzt hintereinander, ich glaube, zwei mindestens. Okay. Was gibt's hier so Schönes? Ein Shiny. Gerades Bruchschwert. Ist wahrscheinlich schwächer als meine Keule. Ich muss mich immer umgewöhnen, wo die Starttaste ist. Bei der PS4. Schwert, das dem Schreinleuchtfeuer fehlt, kann nicht als Waffe verwendet werden. In Schreinleuchtfeuer stoßen, um Kraft wiederherzustellen. Ermöglicht Transport zwischen Leuchtfeuern. Ey, geil. Wird nur auserwählte Asche hinterlassen, gewählt von dem Ludex. Erwartet die Ankunft der Asche. Die Aschefürsten vergingen, um die Leuchtfeuer und die Leuchtfeuer verbannten zu Asche. Dieses Schwert besitzt die Macht, sie wiederherzustellen und eine neue Flamme entstehen zu lassen.
Klinge dieses Garnschwertes ist halb abgebrochen. Ach so. Na dann, das ist doch nur ein zerbrochenes Schwert. Menü öffnen! Ja, schön, dass du mir so eine Taste anzeigst, weil. Achso, Options Share. So steht das bei mir zumindest auf dem Controller. Keine Ahnung, ob das bei jedem PS4-Controller steht. Ich weiß nicht, ob ich bei Dark Souls 3 hier das PS4 mit dem Titel schreiben soll. Oh, da sitzen zwei. Ne, einer sitzt, der andere steht. Oh, der hat einen Speer und eine Lanze. Ich will nicht, dass du deinen Kumpel da wächst. Sei am besten dumm und fall runter. Ja, das habe ich erhofft, dass ich den einen wenigstens umbringe. Aua. Ey, ich habe den Boss gerade besiegt, also lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich werde aber aus PS4 reinschauen. Einfach weil es mein erstes PS4-Spiel ist, das ich Let's Playe. Heimatknochen, ja. Heimatknochen, Heimkehrknochen, wie auch immer. Meine Nase juckt, das ist doof. Was haben wir noch so alles? Guckt es euch, ja, Gräser. Guckt es euch an, wie schön das alles ist. Das ist so verlieben schön. Ich kann Hedy zu gut verstehen. Ich kann Hedy, ja, zu gut verstehen, warum er Dark Souls liebt. Und ich freue mich jetzt schon auf Bloodborne. Aber erstmal Dark Souls 3 hier. Erstmal Dark Souls Spiele. Danach kommt Bloodborne. Ein bisschen Schaden genommen. Soll ich einen Flakon saufen? Ja, mach mal. Wie ging der Trip nochmal? Genau so. Ich hoffe, du hörst mich nicht, mein Freund. Ich werde dich jetzt da in Abhang runtertreten. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Fette! Das ist so geil. Das ist so geil. Immer wieder aufs Neue. Was haben wir denn noch so? Da sitzen zwei. Ich hab keine Lust, gegen zwei zu battlen. Deswegen kill ich einen. Da oben sitzt. Oh, ein Armbrustschütze. Moment mal. Ich habe keine Lust, gegen den Armbrustschützen auch zu kämpfen. Verzieh dich. Oh, da kommt ja noch einer. Ich hätte da. Ne, da oben sitzt keiner. Ein Speerhaini, ja, super. Mehr Armbrustschütze. Ich traue mich nicht gegen den. Ich will zuerst den Schützen loswerden. Ach. No risk, no fun. Komm her. So, jetzt den Schildtypen. Na, du Speeridiot. Es gibt eine Yu-Gi-Oh!-Karte, die so heißt. Kannst dich nicht vor meiner mächtigen Keule schützen. Hast du vielleicht einen Speer fallen lassen? Das wäre echt geil. Wahrscheinlich werde ich in Dark Souls 3 genauso wie in Teil 1 und 2 auch wieder mit verschiedenen Waffen kämpfen. In Teil 1 habe ich ja unter anderem auch den Blitzspeer verwendet. Aber auch den Drachentöter Großbogen und kleinere Bögen. In Teil 2 war es eher die Armbrust. In dieser Spinnenhöhle da. Uah. Wozu ist das da? Einfach nur so ein Ausguck? Aber wozu? Einfach nur grafisches Detail? Könnte durchaus sein. Und dieses Spiel ist ohnehin ein grafischer Leckerbissen, wie man hier wie man hier jeden einzelnen Pixel sehen kann. Ich wette, ich komme von da. Allein dieses. Guckt mal hier, der Lichteffekt. Mega geil. Ein Hund. Ein Skeletthund. Die Pfötchen. Okay, der war nicht allzu stark. Im ersten Teil war es ja schlecht, wenn man zu Beginn gegen Skelette gekämpft hat. Weil die kamen wesentlich später dann. Glut. Okay, was ist die Glut?
Nee. Das da. Oder? Ja. Hier ist alles so klein geschrieben. Naja, egal. Kein Unentfachter kann jemals wahrlich die Glut seiner eigenen nennen, die in der Brust eines Meisters brennt, weshalb sie sich so leidenschaftlich nach Wärme sehnen. Erhalte die Stärke der Flammen maximalen TP bis zum Tod. Mit der Stärke des Feuers wird das Rufzeichen eines Unentfachten sichtbar und nach Glutsuchende können gerufen werden, um zusammenzuarbeiten. Doch Vorsicht, Glut kann auch Eindringlinge anlocken. Ach so, wahrscheinlich, weiß ich nicht, so ein, ja, womit man Feinde anlocken kann oder wie. Oder Freunde. Ne, womit man Freund und Feinde anlocken kann, wahrscheinlich. Feuerbandschrein. Genauso wie in Dark Souls 1, nur sieht er hier wesentlich imposanter aus. Wer bist du denn? Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Ah, das ist jetzt quasi das Majula von Dark Souls 3. Aber bevor ich aufsteige, möchte ich erst mal sehen, was die hübsche Frau mir zu sagen hat. Warum leuchte ich so? Naja. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ashen One, to be Oh, unkindled. ja. Ausrüstung. Eine Keule. Hundertacht plus 8. Das ist ja alles so klein. Ich glaube, ich muss beim nächsten Mal Avamedia ein bisschen größer machen. Muss ich zwar das Aufnahmefenster auch größer machen, aber egal. Ihr seht das ja alles richtig gut. Die Frage ist nur, wie level ich mich? Stimmt, das hat meine TP erhöht, genau. P433. Moment, 560, 560, da ändert sich doch gar nichts. Ach so. Jetzt kann ich mich jetzt porten zwischen den Leuchtfeuern? Ja, kann ich. Zaubereinstieg gegen Salzkiste. Ascheknochensplitter. Was ist das? Aber auf jeden Fall hier haben wir den obligatorischen Schmied. Ich glaube, ich werde hier. Der heutige Part wird wohl aus Reden bestehen. Moment, du bist doch Dingens von Astora. Nein, in diesem Dark Souls Buch steht's drin, wie der heißt. Well, a newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith, forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Genau, André von Astora, so hieß er. Waffe verstärken, Ausrüstung umwandeln. Ist das Flakon zu W? Nutzungsanzeige. Ah, okay, ihm kann ich die ersten Flakonscherben geben. Okay, ich kann das blaue opfern, um mein normales hinzuzubekommen, aber dafür müsste ich erstmal wissen, wofür die blauen sind. Also ja, für diese blaue Leiste, aber.
Ist mal so, bevor da es noch nicht weiß. Kann ich bei dir nichts kaufen? Offensichtlich nicht. Oder noch nicht. Und schauen wir mal. Dann werden wir mal leveln bei der guten Dame. Ein Thron oder Tröne. Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Thron ist. Ashen One. Produce the coiled sword at the bonfire. The Mark of Ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Das klingt schon ein bisschen böse. Moment. Farewell, Ashen One. Okay, das ist jetzt leer. Oh, nur eine. Moment, wie lege ich das denn nochmal da fest? Also stimmt hier. Achso, ich bin doch doof. So. Ups. Und dann alle einzeln. Kann man nicht alle zur selben Zeit wie in Dark Souls 2? Naja, egal. Dann 200 und der da. 800, wow. Gut. Hab ich jetzt eine ganze Menge. So, wie level ich mich jetzt? Wow. Ich möchte Wunder wirken, eventuell. Aber andererseits wäre Pyromantie auch nicht so schlecht. Ich könnte Damage reinhauen ohne Ende, aber auf jeden Fall muss Kondition her. Und Vitalität. Wobei, ich kann nur mehr eins, oder? Ja, kann ich. Dann nehme ich hier zwei weg. Das soll ich den Glauben erstmal lassen. Nimm Stärke. Stärke, Kondition und Vitalität erstmal. Farewell, Ashen One. Rolling. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash.
With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, ashen one. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Ashen one. Also, okay, du bist die Händlerin und in Dark Souls drehen alle verrückt, drehen alle durch, alle lachen wie bekloppt, aber irgendwie ist das lustig. Oh, jetzt schon. Handbomben, was ist das? Achso, Prismasteine. Es sah jetzt gerade aus wie Ostereier. Du hast ein Wunder. Wie viel brauche ich dafür? 8. Und ich habe 10, das ist perfekt. Ich könnte es mir leisten. Aber ich brauche dafür sowas, glaube ich. Ein Talisman. Und dafür habe ich nicht genug Geld. Eine Fackel. Lederschild. Physisch 52. Besser als mein Holzding. Eine helle Bade. Kann ich aber nicht tragen. 16 Stärke und 12 Geschicklichkeit. Krummschwert brauchen wir mehr Geschick. Gerades Schwert könnte ich tragen, aber es ist schwächer als meine Keule. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Keule, bis ich was Besseres habe. So, das ist alles insgesamt und das sind nur Einzeldinge. Was ist das denn? Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Wie viel kostet der? Es ist nicht 30.000, sehe ich das richtig? Ne, 20.000. Ist aber trotzdem viel. Heilungshilfe. Stellt TP äußerst geringfügig wieder her. Damit kann ich aber besser durchreißen. Ich bräuchte noch so ein Kleriker-Dingens. Ja, dann nehme ich das mal. Man kann ja nie wissen. Ja, da brauche ich das hier noch. Ich bringe da schon noch Seelen, aber später. Ich möchte mich erst mal ein bisschen umgucken. Feuerbandschrein hier scheint groß zu sein. Es gibt viel zu entdecken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich einen Händler töte, so wie Schmacki es mal getan hat. Weil ich glaube, dann stehe ich mit gewaschenem Hals da. Da geht's an. 100 Wege hier. Und hinter dem Schrein war irgendwie die Rede von einem Turm hinterm Schrein. Wahrscheinlich im oberen Stockwerk. Es braucht ein bisschen, bis der anfängt zu rennen. Jetzt mal rausgucken. Ist das hier nicht irgendeine Person? Genau die. All that unkindled and a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be calm. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colorless.
Okay. Immer schön Dialoge ausschöpfen. Hä? Ups. Egal. Ich nehme an, das wird irgendwann mal mein Thron sein. Muhaha. Hinter dem Schrein. Was ist das? Eingravierten Text lesen. Der heilige Fürst Lordric. Letzter seiner Linie. Okay, dann ist das Lordrics Thron und nicht meiner. Oh, hier ist noch mehr. Die Wächter des Abgrunds. Achso, das sind wahrscheinlich alle Gegner, die ich platt machen muss. Jorum, Fürst der Riesen aus der gottlosen Hauptstadt. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, though. Hör auf zu lachen. Hat der mir gerade eine Geste gegeben? Wir geben das Gestenmenü hier. Select. Ups! War nicht gewollt. Also doch, irgendwie schon. Nee, eigentlich nicht, aber ich habe mich verdrückt. Nee, ich habe den Knopf ja absichtlich gedrückt, aber... Weil ich dachte, er macht was anderes. Ich weiß nicht, wo ich Gesten mache. Ist hier zufälligerweise eine Leiter oder so? Nee. Springe ich da noch nicht runter? Gibt es hier noch mehr Wege? Sonst werde ich den als nächstes gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihn sofort gehen werde. Ja, da ist noch einer. Also, nee, Moment. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Genau. Ich komme hier nicht weiter. Von da oben habe ich runtergeguckt. Irgendwo muss es hier weitergehen. Ja, die gibt sich schon die ganze Zeit Facepalms wetten. Ich möchte nur gucken, wo es hier eventuell weitergehen könnte. Danach mache ich Schluss. Oder naja, allzu lange werde ich trotzdem nicht mehr machen. Lass mich raten, da habe ich den anderen, genau, den anderen Weg hoch. Von da oben runter geguckt. Okay, das war also der Weg. Oder ich habe hier einfach nur den Feuerbandschrein entdeckt, aber muss hier gar nicht hin. Das könnte auch sein. Ich zurückgehe. Jetzt bin ich wieder hier.
Hä, wo war denn jetzt der Ausgang? Allein, verirrt im Feuerbandschrein. Super. Genau, von da kam ich. Oder auch nicht. Ich bin dumm. Nicht von da oben, genau. Oh, ich bin echt dumm. Da geht's nach oben. Stimmt, hier oben habe ich mich gar nicht umgeguckt. Ah, hier geht's also weiter, alles klar. Ist wahrscheinlich auf der anderen Seite auch so ein Aufgang. Hier, wenigstens weiß ich, ich kann hier jetzt weitergehen. Und ja, da ist auch ein Aufgang. Ist hier wahrscheinlich auch gleich ein Ausgang, der mich irgendwo hinführt. Eine Leuchtfeuerreise wird dich wahrscheinlich zu Lordric führen. Wahrscheinlich? Ich habe mit auf jeden Fall gerechnet. Okay, hier ist aber kein Ausgang. Das heißt, ich weiß, wo ich im nächsten Part hingehen werde. Aber... Oh, los! Ja, super. Egal, lassen wir es. Wir sagen, das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.